Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2 mit eurem Bobas. Und ich hatte so eine kleine Eingebung, nachdem ich den letzten Part beendet hatte und diesen Ausblick hatte hier auf die Kirche und dachte mir, ach, warum nicht mal eine kleine Pause von der Kirche einlegen und hier hinten so ein kleines bisschen was bauen. Und habe dann damit schon angefangen und ja, dann dachte ich mir, oh, jetzt aber schnell auf die Aufnahmetaste drücken, bevor ich jetzt hier schon zu weit fortgeschritten bin, und dachte mir, naja, gut, dann mache ich doch heute mal hier so ein kleines bisschen weiter. Ich habe im Grunde jetzt hier erstmal einen Parkplatz geschaffen für die Käferkarre und habe dann hier im Grunde den Aufzug quasi etwas mehr versteckt. Ich kann den jetzt halt natürlich auch nach unten holen. Ich habe jetzt halt extra einen Zieher noch mit hergemacht, dass ich quasi hier auf die Plattform gehen kann und mich dann jedes Mal, wenn ich möchte, hier nach oben bringen. So, und dann habe ich das da beim letzten Mal noch gebaut, weil ich mir dachte, oh, das Ganze ein bisschen verschönern. Warum nicht? Und man kann natürlich auch hier sehr schön, vielleicht auch in den Berg hineingehen. Mal schauen, ja, genau so wollte ich das machen. Und da dachte ich mir, das könnte ich heute eigentlich mal mit euch machen. Dass wir hier mal ein komplett anderes Ding aufziehen, wie man es, wie sonst die letzten Male. Also immer an der Kirche herumgebastelt, und diesmal möchte ich im Grunde hier so ein kleines bisschen was bauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde, aber wir werden sehen. Jedenfalls müsste ich normalerweise entweder hier nochmal einen Schieber hermachen, so wie jetzt halt auch auf der Seite, und hier die Zier hinmachen, dass egal von welcher Seite ich hochkomme, ich dann quasi entweder holen kann oder schicken kann oder wie auch immer. So, von daher werde ich jetzt da nochmal ein kleines Loch reinhauen. Ich denke, das ist nämlich egal, ne? Ich bin mir jetzt halt gar nicht sicher. Aber ich hole mal lieber nochmal einen Zier. Einen Aufwärtszier, der für mich immer noch falsch klingt. Weil der Aufwärtszier zieht ja Magnetblöcke über ihm an. Ja, ich weiß nicht. So, auf jeden Fall das hier. Sorry. Dann werde ich nochmal einen Aufwärtsschieber klar machen hier. Und dann würde ich für oben nochmal einen Aufwärtszieher machen. Das ist dann der hier. Der zieht Magnetblöcke unter ihm an. Jo, den sollte ich auch nochmal machen. Magnesit oder wie das heißt, habe ich ja sowieso noch einiges gehabt. Ich habe noch immer 4. Die kann ich auch jederzeit wieder kaufen. Ich meine, wir haben jetzt halt über 45.000 Punkte. Da kann man schon was machen. So, jedenfalls, ihr kommt weg. Dann würde ich sagen, ihr kommt mal weg, die Dächer kommen jetzt mal weg, das da mal weg. Na, mal schauen, wie es wird. Jedenfalls, die lasse ich jetzt noch durchlaufen, die tue ich jetzt nicht woanders hin. Und hier wird dann natürlich noch ein kleines bisschen herumgemodelt, herumgebastelt. Aber ihr wisst ja selbst, es gibt noch immer sehr, sehr viel zu tun. So, jetzt würde ich sagen, machen wir einmal noch hier. Weil wir brauchen nämlich auch hier nochmal einen... Tja, jetzt ist die Frage, ne? Mache ich jetzt halt hier einen Zieher rein? Oder mache ich einen Schieber rein? Weil der zieht ja, der schiebt. Aber, und das ist jetzt halt genau das Problem, nämlich, dass das wahrscheinlich zu klein ist. Ich glaube, ich muss hier tatsächlich das Ding noch wegmachen, dass ich den da hinsetzen kann. Genau, weil dann schiebt der nämlich hoch. Und der sollte dann normalerweise auch wieder runterziehen. Ohne, dass er ihn gleichzeitig nach oben schiebt. Weil das ist nämlich immer das Problem bei den Aufzügen. Dass die Magneten... ich meine, das ist hier in Ordnung. Die haben ein Feld hier 3x3, was sie auslösen. Aber die lösen halt dann auch noch hier einen anderen... Drücke aus, wenn es blöd läuft. So, und von daher würde ich sagen, machen wir das
Na, ich mache das heute mal mit euch zusammen. Das ist ja mal, wirklich mal was komplett anderes. So, dann gehen wir mal auf die Kelle. Tauschmodus, jawohl, das passt. So, dann tun wir einmal hier austauschen. Und einmal hier austauschen. Das ist nur die Frage, tausche ich dann da hinten auch vielleicht gleich aus, ja? Ja, ich mach mal. Ist ja egal. So, und dann müssten wir hier eigentlich nochmal... Moment. Der hier und der hier müsste dann nochmal raus. Echt. Ich muss jetzt echt überlegen, ne? Warte mal. Ich glaube, ich muss das... Ich muss das hier lassen, in Erde. Das müssen wir dann später irgendwann machen. So, dann brauche ich... Einmal den Aufwärtsschieber. Ne, den Abwärtszieher. Das ist dann der für oben. Und der Aufwärtsschieber ist der für hier unten. Genau, rausnehmen. Dann brauchen wir hier nochmal welche. So, dann brauchen wir einmal hier. Das muss getarnt werden. Dann müssen wir hier einen Stein reinsetzen und hier kommt der Aufwärts... Nein, hier kommt nicht der Aufwärtsschieber rein. Moment. So, weil wenn, dann kommt hier nochmal der Schieber rein. Zack. Und einmal den Button an die Seite. So, dann kommt hier nochmal der Zieher rein. Und dann müssen wir im Grunde nicht austauschen, sondern füllen. Ja. Ist in Ordnung. Ich will das Werkzeug tauschen, bitte. So. Gut. Und dann müssten quasi nochmal zwei Buttons. Einer hier und einer da. So, weil dann kann ich es nämlich von hier aus schieben. So, und ich kann aber auch jederzeit von hier aus wieder ziehen. Und das Gleiche sollte jetzt normalerweise auch hier passieren. Einmal schieben und einmal ziehen. So, da ist jetzt natürlich die Frage, ne? Würde normalerweise ein Schieber doch reichen für beide? Wenn ich den hier in die Mitte setze. Das müssen wir mal ausprobieren. Will ich ausprobieren, wir müssen es so sagen. So, normalerweise sollte es reichen, wenn ich jetzt halt hier zum Beispiel einen Schieber hermache. Zack. Und dann füllen wir das einmal. So, und dann hier noch einen reinsetzen und dann müsste das normalerweise reichen. Wenn ich einen hier habe und einen da habe. Jawohl, weil der löst aus. Und der löst aus. Okay. Aber, und das gefällt mir jetzt wiederum nicht. Das da. Okay, also, ich muss nochmal... Tut mir leid. Aber ich möchte das nicht sehen, wenn das da oben ist. Das so machen, dass die versteckt sind. Es geht nicht anders. Füllen, jawohl. Gut, weil dann sind die nämlich beide versteckt. Und dann ist es egal, was ich klick, ob den einen oder den anderen. Es sind zweimal die Auslöser, zweimal die Schieber. Dann ist das gut. So.
Das Ganze soll allerdings ein bisschen gerahmt sein. Also von daher... Jetzt ist natürlich wieder das Problem, ne? Ich gehe mal in den Dingansicht. In den Erbaueransicht. Und normalerweise... Na gut, das geht nicht. Das ist dann zu hoch. Schauen wir mal, wie hoch das es geht. Okay, passt schon. Dann hätten wir nämlich da einen Guck. Einen Ausguck. Aber den möchte ich natürlich auch zumachen. Und am besten wäre es mit einem Verbindungsfenster. So, da habe ich aber nur noch ein einziges. Das heißt, ich müsste sowieso neue machen. Und die würde ich dann aber auch in Blau färben. Es soll so ein kleines bisschen auch zur Kirche gehören. Also so Ausflugsziel, Kirche und Sehenswürdigkeit. Man kann hier hoch, man kann Fotos machen, was weiß ich. Irgendwie sowas in der Art. So. Dann gehe ich mal... Moment. Wo habe ich die Fenster? Normalerweise hier, oder? Ja. Da sind sie. 103 haben wir noch. Okay, cool. Dann würde ich sagen, können wir die mal färben. Und zwar... Tja, da wir nicht so viel haben. 30 Mal, ne? Kann ich hier vielleicht noch blaue Farbe herstellen? Aber Genie, habe ich nicht allzu viel, ne? Und ich brauche 10 Stück pro Farbpot. Wie viel könnte ich denn herstellen? 20 für 60 Farben. Warte mal. Machen wir mal nur 15. Hauptsache, wir haben wieder ein bisschen was. So, jetzt bin ich gespannt. Ich muss jetzt... im Grunde dieses Verbindungsfenster nach da oben bauen. So. Jetzt gehe ich nochmal in den... Ja, und das Blöde ist, sobald ich mich hier rüber drehe, dachte ich mir. Das dachte ich mir. So, und wir sind wahrscheinlich schon fast ganz oben, ne? 16 Fenster sind es noch. Wir könnten ja dann... Jetzt überlege ich echt. Aber wir könnten auf jeden Fall, wenn ich jetzt da mal rausgehe, kann ich rauszoomen. Oh, verdammt. Nochmal raus, nochmal rein. Okay. Wir können da nochmal rein. Kann ich nämlich da erst einmal die Blöcke noch Gas setzen. So, dann gehe ich jetzt mal ganz kurz hier hin, dass wir hier stehen können. Die kann ich ja dann später wieder abreißen. So, jetzt nochmal erbaue. Jetzt müsste es normalerweise gehen, oder? Yes, und damit haben wir nämlich die Fenster bis nach ganz oben gemacht. Yes, das ist gut. So, jetzt ist nur die... Ah, okay, ich komme da nicht ganz runter. Alles klar. Dann machen wir das einmal so. Einmal so. Yep. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal auf eins von den Feldern und lass mal hier noch ein paar Aubergines anbauen. Was haben wir denn ganz viel? Ich glaube, wir haben ganz viel von Tomaten. Scharfe Chilischote. Okay. Nee, das passt schon. Das hat schon gepasst. Was haben wir hier? Bonbonen. Okay. Da ist jetzt die Frage, was haben wir hier? Kartoffeln, Kaffee, Mais, Melonskis.
Okay. Das heißt, ich muss da oben hin. Ich tue die mal weg, weil da brauche ich keine mehr. Muss ich alles noch machen hier? Es gibt echt noch massenhaft zu tun. Das sind sie, oder? Aubergini. Yes, dann würde ich nämlich sagen, wir... Wir könnten hier nochmal unterteilen, weil wir haben nämlich wirklich genug an... Ja. ...an Zeug. Einmal weg damit. Dann würde ich sagen, machen wir einmal Zaun. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt halt gleich. Habe ich nichts? Was ist blöd? Ist das Dorf? Moment, wo habe ich eine Werkbank? Da oben habe ich eine Werkbank. Yes. Es war wie gewollt. So, ich brauche nämlich hiervon noch welche. Oder habe ich welche? Die sind wahrscheinlich irgendwo, ne? Warte mal, dann färbe ich die einfach. Das ist mir egal. Ich färbe die einfach mal in der Farbe. Und zwar... Ach komm, mach mal gelb. Mach mal rot. Mach mal rot. Einfach mal 10 Stück. Hauptsache, ich krieg's jetzt Inventar rein. So, dann brauchen wir eine Vögelchenscheuche. Schaut nicht schon wieder zu viele Wolle und zu viel Eier. Oh meine Güte. Schaut euch das an, ey. Es ist Chaos. Was sollte das irgendwie... Die Dorfbewohner sollten das sammeln können. Ehrlich. So, Leute. Jetzt wird... Jetzt wird hier getrennt. Und zwar zack, das hier raus. Dann habe ich jetzt natürlich kein Tor, ne? Das ist klar. Ach, verdammt. Na, das ist so viel zum Thema Vorbereitung. Vorbereitung ist alles. Ich habe nicht vorbereitet. Ne, wie man sieht. Aber ist egal, wir holen uns dann einfach nochmal schnell ein Tor. Und zwar, wo bist du? Da. Holztor. Bitte einmal Holztor vor. So, dann muss ich natürlich hier zum einen das Holztor machen. Zack. Dann müssen wir alle Samen im Grunde raushauen. Hier weiterhin genau Weizen und hier machen wir jetzt halt mal ein Püppi hin. Moment, einmal ganz kurz noch hier raushauen. Ups. Und dann machen wir nämlich da. Habe ich denn? Ich habe doch gepflügte Erde eben. Irgendwo habe ich die. Kann ich die jetzt auch mal einsetzen? Warte mal, wir könnten aber auch, wo ist es? Humus. Gepflügte Erde. Habe ich gar nicht, ne? Ackererde, da wächst nichts. Das ist halt das Blöde. Oder für was ist denn eigentlich Ackererde gut? Ein Block, der aus großen Klumpen schlammigen Steins und steinigen Schlamms besteht. Super. Halt. Bleib drin. Dann mache ich eben hier...
hier die Erde rein. So, dann kommt hier einmal, zack, Feld. Und hier kommt rein Aubergine. So, halt. Und da brauche ich ja dann noch was. Da brauche ich ja dann noch die Stöcke. 4 Stück habe ich. Das ist doch schon mal was. So, dann gehen wir noch wieder hoch. Wir fliegen noch rüber. Und wieder getroffen. Ich habe immer Angst, dass ich unten gegen die Kante knalle. Ne? So, dann einmal hier rein. Wir brauchen hier Pflanzstäbe. Machen wir jetzt einfach mal 20 Stück. Ansonsten sollte ich nichts mehr brauchen. So, dann können wir nämlich da noch Pflanzstäbe pflanzen. Weil wir brauchen einfach ein bisschen mehr. Ups. Was? Das reicht nicht? Ey, so leicht kann man sich verschätzen. Verdammt. Mann, Mann, Mann. So. Nochmal hier rein. Hallo Werkbank. Dich habe ich schon lange nicht mehr beehrt. Und jetzt halt gleich so häufig. Genau da, wo ich hin wollte. So, und jetzt sollten eigentlich dann auch Aubergines geerntet, gepflückt, gedingsbumst werden. So, Moment. Einmal rüber. Kürbiskuchen rüber. So, haben wir hier Kürbissamen. Aubergine-Samen. Yes. Die würde ich jetzt gerne. Oh, die war doch neu. Die sonnengelbe Melone. Majestätische Melone, die wie die Sonne schimmert. Okay, cool. Ich dachte nicht, dass die jetzt neu gewesen wäre. So, dann nehmen wir uns mal die Aubergine-Samen raus. Und pflanzen die gleich mal. So, ich kann euch alle rausschmeißen. So, weil dann ist es nämlich gleich gepflanzt. Ich weiß, ich habe nicht so viele, aber ich kann ja wieder welche kaufen. Das wäre mir egal. Ich kann natürlich auch Farbe kaufen, ne? So ist es nicht. Aber warum kaufen, wenn man es anpflanzen kann? So, 6 Stück würden noch fehlen. Dann Sekunde, dann gehen wir einmal ein. Gehen wir einmal hier ein. Was machst du denn jetzt? So, gehen wir einmal hier nicht Inventar, sondern Erbauer-Almanach. Gegenstände. Und dann holen wir uns jetzt einfach nochmal ein paar Aubergine-Samen. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt einfach mal 20 Stück. Das sind, oh Gott, 1000 Punkte. Immer noch 45.000. So. Und dann können wir nämlich die restlichen 6 Stück auch noch anpflanzen. So. Gut, dann können die hier gemütlich vor sich hin wachsen. Sorry. So, ihr könnt verstaut werden. Nein, verstaut werden. Ich will nicht pflanzen, ich will verstauen. Verdammt. Okay. Gut, damit haben wir das. So, wir nehmen die Abkürzung. Wow. Irgendwie finde ich das cool. So,
So, dann schnappen wir uns gleich einmal die Farbe, die jetzt schon mal da drin ist. Dann können wir nämlich noch ein paar Fenster färben. Habe ich noch so viel? Eigentlich schon, ne? Oh, die waren auch neu. Na cool. Halt, hier war der. Dann würde ich sagen, wir machen mal 20 Stück noch. Das müsste dann auf jeden Fall ausreichend sein. 31 Stück. So, ihr kommt weg. So, und jetzt muss ich es aber leider nochmal so machen. Aber das finde ich cool, wenn das dann so also hoch geht und man hat im Grunde eine Glasscheibe. Achso, jetzt habe ich schon Schrecken gekriegt. So, dann können wir nämlich uns da herstellen. Einmal der Bauerglas. Und dann geht es nämlich bis da hoch. Ach, perfekt. Ah, wirklich gut. Okay. Also, ich habe noch 102 von diesen Steinen. So, jetzt mache ich einmal ein Bauerglas. Wir hauen dich weg. Dich. Dich. Jenen. Diesen. Und tschüss. Gut. Dann sind wir nämlich wieder unten. Ach so. Ich war im Bauerglas noch. Ich habe mich schon gewundert, warum ich mich nicht bewegen kann. So, super. Einmal Ego-Perspektive, bitte. Ah. Und jetzt bleiben wir plötzlich dastehen. Und warum bleiben wir jetzt plötzlich dastehen? Ich weiß es nicht. Da ist doch nichts. Ja, der Knopf ist da, aber der Knopf ist doch weiter. Es müsste normalerweise um 1 höher gehen. Es ist die ganze Zeit um 1 höher gegangen. Warum jetzt nicht? Verstehe, wer will, ne? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber, ist jetzt halt eigentlich auch egal. Warte mal, ein bisschen im Ego. Dann könnten wir eigentlich auch, das ist ja egal. So, dann einmal zur Hand wechseln. Einmal drehen. Zur Hand wechseln, einmal drehen. Gut. Dann haben wir halt hier eine Treppe, ist ja egal. Das ist ja wurscht. So. Jetzt kann ich natürlich den nicht hochholen. Super. Was für ein Gestampfe heute, ja? So. Aber das wird schon. So, das, ich meine, das Ding ist ja noch bei weitem nicht fertig, ne? Aber es ist auf jeden Fall schon mal etwas. Es ist schon mal ein Anfang. So, der ist unten. Ich bestätige nochmal. Ich bin gespannt. Ne? Der hört plötzlich da auf. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung warum. Okay. Aber nichtsdestotrotz. Ich will einmal hier einen Tauschmodus haben, bitte. Dass wir das nämlich alles so ein bisschen hier auf Mauer machen. Nee, eigentlich würde ich nur gerne hier die zwei Steine tauschen, aber will er nicht. Hier soll es ja dann im Grunde weitergehen. So, wir bräuchten aber trotzdem einen, der dann den Fahrstuhl ja im Grunde wieder nach oben holt, ne?
ich mag das nicht. Das ist, soll bitte weiter hochgehen. Das ist irgendwie nicht das, wie ich es haben möchte. So, du kommst jetzt dahin. Hier kommt Stein rein. So, dann kommt ihr nämlich wieder weg. Tut mir leid, das war nett, aber... So. Und der Knopf müsste dann eigentlich auch direkt hier drauf gehen, ohne Probleme. Jo. Dann könnten wir das hier so ein kleines bisschen einbauen. Hier so reingebaut worden. So, jetzt bin ich noch mal gespannt. Wir bestätigen noch mal. Ich muss das jetzt ja noch mal ausprobieren. Ach so, klar. Oh Mann, natürlich. Der wird nicht höher fahren, weil das Ganze um ein Feld breiter ist jetzt. Ist ja ganz klar. Wie soll er denn weiter hochfahren, wenn da hinten Mauerwerk ist, ne? Welches stoppt. So. Jetzt sollte es aber allerdings gehen. Und zwar fahren bis zum Knopf. Genau, und da muss er stoppen beim Knopf, also das geht nicht anders. Deswegen war das nämlich auch vorher so. Okay, jetzt ist trotzdem noch das Problem. Wir haben hier keinen Button, der uns quasi das Teil hochholt, sondern nur einen, der das runterfährt. Ne? So, und von daher mache ich jetzt halt einfach mal eine Gewalttat. Ich will Platz haben. So, kann man alles wieder bauen. So, hier machen wir noch einen kleinen Schlag. Hier mache ich dann nochmal einen kleinen Schlag. Weil es reicht. So, dann ist eh noch die Frage, wie ich es genau mache. Ne? Das ist... So, da wird jetzt gefüllt. So. Und rein damit. So. Jetzt könnten wir das natürlich so machen, dass wir hinten im Grunde aufhören. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wir machen hier einen Zieher rein und hier machen wir einen Schieber rein. Man sieht es zwar dann von unten, aber das ist ja eigentlich egal. So, das wäre jetzt dann der Schieber, der das Teil nach unten schiebt. Und hier bräuchten wir dann quasi nochmal einen Aufwärtszieher. Genau, den habe ich ja extra vorbereitet dafür. Der dann da drin ist. So. Da müssen natürlich auch wieder Steine drüber. Ich würde jetzt sagen, ich fülle das jetzt mal aus. Perspektive ganz kurz, dass wir das da auch noch hinbekommen. Moment, da würde ich auch gerne nochmal wegfahren.
Nur zwei Stück. Oh ne, da könnten wir auch mehr machen, ne? Wir können das Ganze ja wegen verbreitern noch. Was für ein Ausblick, hä? Jawohl, super. Einer fehlt. So, und da können wir dann quasi unser Zaunelement hinmachen. Gut. Oh, dann wäre es im Grunde, jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich jetzt halt hier und da einen hinmachen müsste, normalerweise auch wenn ich diesen Button hier habe. Der schiebt es nach unten, egal ob von der oder von der Seite. Das ist gut. So, ziehen wir mal wieder nach oben. Jetzt bin ich gespannt, wie hoch er geht. Ah, er geht nur bis dahin. Okay, das ist gut. Und dann müssen wir quasi hier noch einen Button hinmachen und da drüben zum Hochziehen. Und da noch einen zum Runterfahren. Oder nee, Quatsch. Hier den abwärts hin. Yes. Yes, yes. Das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. So, einmal das hier einsammeln. Einmal das da wegklopfen. Nehmen wir schon mal den ersten. So, da könnten wir vielleicht auch mal einsammeln. Also weiße Farbe haben wir jetzt auf jeden Fall vieles. Wow. Und schon ruckzuck haben wir an die 1000 Farbe in Weiß. Das ist cool. So, ihr kommt aber gleich mal weg. Die restlichen lasse ich, wie gesagt, noch durchlaufen. Das passt. So, wie könnte ich jetzt da weitermachen? Muss ich echt überlegen. Also, ich werde auf jeden Fall hier auch noch zumachen. Jetzt muss ich nur mal überlegen, wie. Weil ich glaube, zur Mauer hin würde ich tatsächlich es einfach nur so lassen, wie es ist. Jetzt hoffe ich mal, dass das schön weit hoch geht. So, und dann nochmal. Ah, ich muss dann schon wieder weiße Steine herstellen. Eieiei. Okay. Das ist wahrscheinlich nicht ganz oben, ne? Ah, doch. Das ist ja cool. Ja, cool. Dann schaut es echt aus, als wäre es wirklich hier absichtlich so rein gemacht. So, ich würde sagen, wir machen hier noch so quer. Hätte man da einen schönen Eingang. Finde ich gut. Und dann vielleicht weiter oben auch nochmal. Aber für jetzt ist es mir erst einmal genug. Ich finde das cool. Also ich meine, da oben wird dann natürlich auch noch was entstehen, weil es ist ja ein Schwachsinn, wenn ich jetzt da hochfahre und dann im Grunde nur in Anführungsstrichen eine Aussichtsplattform habe. Da könnte man zum Beispiel, und das wäre auf jeden Fall etwas für einen separaten Part, da könnte man zum Beispiel einen bestimmten Shop hier reinbauen. Und ihr wisst bestimmt, welchen ich meine, und zwar einen Souvenirshop. Weil den gibt es nämlich auch noch in der Sammlung. Den könnte man da hinten integrieren. Den wollte ich eigentlich da unten reinbauen, aber ich glaube, der ist hier oben. Ja. Wesentlich besser aufgehoben.
Und dann könnte man quasi nochmal einen Weg machen, der dann nach oben führt zum Ausguck, zu der berühmten 300. Jo, das wird schon. Das ist cool. Ah, 1000 Ideen jetzt halt gerade wieder, ne? Eieiei. Da sitzt man mal eine Zeit lang nicht dran und dann setzt man sich wieder ran und schon hat man 1000 Ideen dafür. Ei. Aber gut, so soll es ja auch sein. Oh, ist da ein Loch? Ist da der Berg zu Ende? Nee, der Berg ist da nicht zu Ende. Aber da war jetzt einfach ein Loch drin. Na ja, cool. Moment. Einmal möchte ich noch. Weil es geht mit Sicherheit bis zum Wasser nach außen. Ihr seht ja auf der Karte rechts oben. Man sieht blau. Ich will den Gang aber nicht größer machen. Also ich will den wirklich nur so. Eieiei. Es ruckelt hier und hakt. Ich bin gespannt, wo ich rauskomme. Aber ich weiß eins. So will ich's haben. Ja, aber das Programm, ihr merkt schon, ne? Das tut sich gerade ein bisschen schwer. Und jetzt müssten wir doch noch einen Schlag, oder? Und dann haben wir es doch. Ich gehe mal ganz kurz in die Ego. Ja, ist das cool oder was? Man hätte hier eine Aussichtsplattform, die man herbauen können. Mit einem, keine Ahnung, mit einem Café zum Beispiel. Dass man einfach hier in den Horizont blicken kann. Ah, cool. Oh Mann, da kommen mir schon wieder 1000 Ideen und gerade ist schon wieder Nacht. Eieiei. Ja, so schnell geht's. Da kommt man von einem aufs andere, ne? Und zack, ist fast eine Dreiviertelstunde rum, wenn ich jetzt gerade so auf meinen Wecker schaue. Ah. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass euch der Part heute gefallen hat. Ja, streck dich mal. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da, was ihr davon haltet. Und ja, schaut doch einfach beim nächsten Mal auch wieder mit rein. Insofern, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.